Moin Leute, willkommen bei Comic In und willkommen zu einer neuen Folge Comic Ins Coverkunst. Heute betrachten wir zwei Metallic Embossed Variant Cover und schauen, was sich innerhalb einer Zeitspanne von 29 Jahren, ich hätte das Video vielleicht nächstes Jahr aufnehmen sollen, so getan hat. Auf der einen Seite aus 1994 haben wir Action Comics Nummer 695 in der Deluxe Edition gegenüber Action Comics Nummer 1051 aus diesem Jahr 2023. Beide Hefte weisen einen metallischen Widersacher Supermans auf, weshalb die Embossed-Effekte im Metallic-Look 1:1 vergleichbar sind. Das 90er Heft bzw. Cover wurde vom Trio Ed Hannigan, Jackson Geiss und Suzanne Bordages, wenn das richtig ausgesprochen ist, geschaffen. Es zeigt uns den langhaarigen Clark Kent als Superman, so wie ich ihn auch gerne mag, dessen Rücken uns verzückt. Vor ihm steht die metallische Bestie Cauldron, ein Elite-Soldat des Projekt Cadmus, der in diesem Heft auch noch seinen ersten Auftritt feiert. Den ersten von genau zwei, also ein Erzschurke, wie er im Buche steht. Zwinker. Und trotzdem, das Cover rockt. Nicht nur, da auch der Präsi den Frag ordentlich aufdreht, sondern weil insbesondere der Embossed-Effekt, das heißt die Erhöhung auf dem Cover, wirklich gut unterschiedlich gestaltet sind in Höhe und Form. Sind die metallischen Panzerungen von Cauldron weitflächig und metallisch glänzend? Sind Supermans Haare oder die Kraftcrackles an Cauldrons Blaster sehr kleinteilig erhoben? Der Clou ist die Spiegelung Supermans auf der zentral angelegten Brust von Cauldron. Da diese auch verschiedene Erhöhungen aufweist, spiegelt sich Superman für das Auge des Betrachters auch etwas versetzt. Cool! Ich hatte das Heft super lange im Blick und der Kauf für 1,50 Euro plus Versand hat sich in dem Fall auch definitiv gelohnt für mich. Wir springen in das Jahr, ab in die Gegenwart 2023 zu Steve Beach, der sich auf Action Comics Nummer 1051 an Metallo und ebenfalls einer Superman-Spiegelung austoben darf. Metallo ist im Vergleich zu Cauldron übrigens mindestens 168 Mal in Comics aufgetaucht und das alleine in kanonischer Form. Der große Unterschied neben dem hyperrealistischen Zeichenstil von Steve Beach ist, dass 100% des Covers mit der metallischen Glanzfolie überzogen sind. Er beschränkt sich auf Metallos totenkopfähnlichen Schädel und bietet mit der reflektierenden Stirn einen großen Platz, um Superman gebührend zu würdigen. Allgemein können durch die größere Darstellung des Schädels die Details noch besser und um einiges räumlicher in Szene gesetzt werden. Die Definition des Kieferknochens und der metallischen Zähne sind enorm cool. Natürlich auch der kryptonische Schimmer aus dem Schädelinneren durch die Augenhöhlen und den Nasensockel. Zugunsten der Schädeldefinition beschränkt sich der Embossed-Effekt allerdings rein auf den Kopf. Alle weiteren Schläuche und Drähte, die in den Torso führen, sind leider flach. Und Superman, der hebt sich zwar farblich nicht erwähnenswert ab, sodass der Fokus für mich eher auf der Augenpartie liegt, konzentriert man sich aber auf ihn, kommt auch der schon wirklich gut rüber. Ich hatte 12 Euro gezahlt, was vielleicht etwas zu viel ist, bereue aber nichts, denn geiles Cover. Alles in allem ist der Vergleich natürlich nicht ganz fair durch die knapp 30 Jahre Differenz. Und trotzdem kann man dem 90er Cover seinen Charme einfach nicht absprechen. Und wenn man den 90er Lobo-Bonus noch dazu rechnet, ich meine, wozu gab es ihn in der Zeit sonst hauptsächlich, kommt es schon fast an die Coolness des 2023er Covers heran. Die Kombination aus Realismus und Gimmick-Cover ist aus meiner Sicht aber nicht zu schlagen. Dieses Heft wird auf lange, lange Zeit einer meiner Top-Tipps in Sachen Emboss bzw. Metallic-Cover sein. Was haltet ihr von den beiden Covern? Welches findet ihr schicker? Wo kommt der Gimmick-Effekt und insbesondere der Metallic-Embossed-Effekt einfach ein bisschen besser, ein bisschen stärker, ein bisschen cooler? Für welches Heft, abgesehen vom Preis, hättet ihr euch jetzt entschieden, wenn ihr eins nehmen dürftet? Lasst mir ein bisschen was in den Kommentaren da. Ich bin bald wieder für euch da, euer Comic-In. Bis dann.